Sehr schön. Sehr schön. Ich dachte, das wird schwieriger. Dann können wir jetzt das Level verlassen. Ich meine, wir hätten alles, ne? Ja, 100%. Sehr schön. Ab nach Hause. So, jetzt wird Jäger wahrscheinlich gefangen genommen. 4800. Eine schön gerade Zahl. Ah. Das sah ja aus wie ein Sarg. Okay, die Altäre haben wir. Jetzt haben wir noch zwei Level. Bezaubernder Grat und die Feuerwerksfabrik. Ich würde sagen, wir machen die Feuerwerksfabrik zuerst, weil das eigentlich ein richtiges Dreckslevel ist. Und dann machen wir den bezauberten Grat, weil der doch etwas angenehmer ist als dieses Level hier. Ich finde irgendwie... Also im Abendsee finde ich ziemlich viele Level scheiße, ist mir gerade mal aufgefallen. Ich finde die im ganzen Spiel eigentlich nicht so berauschend. Könnte jetzt auch, glaube ich, so jetzt nicht sagen, was mein Lieblingslevel ist. Hm. Die gefallen mir. Gefallen mir richtig gut. Mit? Was war das? Die Musik finde ich eigentlich auf jeden Fall besser als im Original. Erzähl mal. Oh, hallo! Schön, es wiederzusehen, Spyro! Diese fiese Zauberin hat die Raketenpläne des Professors geklaut und ich bin auf einer Geheimmission, um sie zu finden. Händel sollte mich hier treffen, aber ich finde ihn nirgends. Kannst du mir helfen? Greta van Fleek. Wer kennt's? Okay. Ich glaube, wir haben jetzt hier alles. Sie sind da. Sie sind da in der Lava. Ja. Herr Ninja. Wow. Geh doch mal weg, ey. Alter. Aber um einiges cooler als im Original. Mit der Rakete, dass es jetzt halt wirklich ein Feuerwerk ist. Rakete. Ich muss mir nochmal so ein Ding holen, ne? Weg. So. Das ist voll schön eigentlich, ne? Da muss ich jetzt was zugeben. Noodles. Noodles. Nudellein. Ich dachte gerade, der hätte sich bewegt. Ah, da brauchen wir noch mal eine Rakete. Hier lag doch irgendwo eine Rakete rum, oder nicht?
Es gab nicht nur da vorne eine Rakete. Hier lag, irgendwo lag hier noch eine rum. Aber ist wahrscheinlich durch das hohe Gras irgendwie verdeckt. Auch hier. Finde ich die Spiegelung ganz cool. Sie wirkt sehr edel. Und natürlich hier diese chinesischen Lampen. Da haben wir doch noch eine. Yay. Waren hier nicht mal zwei? Naja. Die. Wo ist der gerade hin? Alle müssen sterben. So, haben wir jetzt hier alles? Dann können wir nämlich mit Greta reden. Du musst wohl diese Kanone benutzen, um rüberzukommen. Klettere einfach an Bord. Ich muss zuerst meinen Geist befreien. Oh, diese Matrix-Dingsbums. Das war aber nicht so episch. Bin jetzt ein bisschen enttäuscht. Ich wollte gerade sagen, wo sind hier überhaupt diese Kisten hin? Aber okay, ich habe eben gerade habe ich eine gesehen. Da hat er gerade. Guck mal. Ein Tod? Nee. Wow. So, jetzt aber. Hier laufen zwei. Headshot. Ja, habe ich doch noch getroffen. Das ist schön. Ich finde die Brücke auch viel schöner. Das ist jetzt eine Holzbrücke und vorher war das ja so eine Metall. Nein, Metall. Eine Steinbrücke. Ein Steinmenschen bauen. Ich finde das irgendwie lustig. Mir ist gerade aufgefallen, dass ich beide Kopfhörer auf habe. Manchmal habe ich so Tage. Da finde ich das richtig störend, wenn ich beide auf habe, weil dann halt meine eigene Stimme so gedämpft irgendwie ist. Ich habe so ein Mikrofon, da kann man das Headset reinstecken, dass man seine eigene Stimme quasi nochmal mit auf die Kopfhörer kriegt. Allerdings ist mein Headset angeschlossen an meine Boxen, so damit ich den Sound von Spyro habe. Ach, meine Nase. Ja, aber heute ist so ein Tag, da kann ich beide aufziehen. Da habe ich nicht so das Problem mit. Ich glaube, jetzt kommt das Matrix-Teil, oder? Die Zauberin scheint die Pläne schon benutzt zu haben, um ihre eigene Rakete zu bauen. Wir müssen sie zerstören. Folgt mir. Grady. Warum kann der fliegen und wir nicht? Zurück zum Abendsee.
Idee bin, um die Rakete des Professorspferdes zu bauen. Okay, wir haben 99 Eier, habe ich gerade gesehen. Ist hier unten noch was? Was sagt denn? Lieber Spyro, genau, mit EI. Oder wie auch immer du heißt. Gib auf, ich habe den Affen... Hey! Ich habe den Affen und gebe ihn nicht wieder her. Ah, okay. Kannst du ruhig behalten. So, auf jeden Fall da in dem Level sind auch Edelsteine. Das heißt, wir können hier nicht alle Edelsteine bekommen. Aber wir können jetzt erstmal... hier vorne in das extra Level. Und dann gehen wir auf der anderen Seite in das extra Level. So. Das Drachen. Oh oh. Du musst dieses Combo-Power-Up benutzen, um die Feuerdrachen zu besiegen. So kannst du Superflug und Superflamme gleichzeitig benutzen. Also die haben im Original schon richtig Zeit gefressen. Besiege die zwei fliegenden Feuerdrachen. Die Schwänze der Feuerdrachen wachsen nach, wenn du sie in Ruhe lässt. Das heißt, wir tun uns erstmal um einen kümmern. Da. Oh Gott. Okay, das ging nicht. Es ist auf jeden Fall schwieriger, die zu treffen. Treffen vor allem. Ich habe das Gefühl, dass das Feuerding nicht so groß ist. Im Original. Ja, ja. Auch ein schönes metallisches Geräusch, wenn wir das treffen. Muss da rein. Kommst du auch hier wieder raus. Ah, man hat gesehen, dass er sich regeneriert hat. Wo ist er denn? Schnucki! Da! Wo bist du? Wo bist du? Okay, jetzt ist er da reingeflogen. Okay, der hat nicht mehr viel. Wo ist er hin? Warum ist der Blaue eigentlich so kurz? Ich habe den doch schon voll lang in Ruhe gelassen. Okay, Nummer 1 ist eliminiert. Es fehlt nur noch der Blaue. Ich glaube, der Blaue ist einfacher als der Rote. Die leuchten auch so schön, ne? Okay, noch ein oder zweimal. Ach. Jetzt noch einmal.
Ach komm schon. Boah. Schisser. Ah. Dankeschön. Nimm das. Das habe ich aus der geschmolzenen Lava gefischt. Dankeschön. Even. Daran Zwillingdrama. Wahrscheinlich unser 100. Ei. Nee. Nicht 100. Ei. Das war das Ei für die Drachen. Macht Sinn, ne? Gab es hier unten überhaupt was? Wir sind da, glaube ich, nie durchgeflogen. Doch, sind wir durchgeflogen, aber hier gab es, glaube ich, nichts. Alter, Spyro, was ist da los mit dir? Haben wir Spyro keinen Bock, die Libelle einzusammeln? Beziehungsweise keinen Bock, den Schmetterling einzusammeln? Sparks. Entschuldigung, ich habe Spyro gesagt, glaube ich. Und anscheinend auch kein Bock, Edelsteine einzusammeln, weil den einen habe ich gerade selbst eingesammelt. Aber das kennen wir ja so von Sparks. Wie Sparks da manchmal keinen Bock hat, irgendwie was einzusammeln. So, das müsste es jetzt hier eigentlich gewesen sein. Sieht gut aus. Ja. Okay. Wäre das erledigt? Dann hätten wir noch das extra Level da oben. Mit einem Ei, glaube ich. Oh, wir haben ja auch noch... Da muss ich mir gerade erstmal eine Rakete holen. Das habe ich total vergessen, dass da noch so ein Ding steht. Nicht runterfallen. So. Ich glaube, ich sehe ein Ei hinter dir, aber es ist weit weg. Du musst den langen Weg durch all diese Rhinoxe nehmen, um es zu erreichen. Ja, ist okay, kriegen wir hin. Wie kriege ich denn euch kaputt? Ah, Moment! Oh nö. Da hole ich mir jetzt gerade erstmal hier das Energieding. Check ich nicht. Wie tötet man die? Okay, wir fangen direkt hier an. Ich ignoriere die einfach mal und mach mal hier hinten weiter. Die werden, glaube ich, noch öfters kommen. Aber vielleicht weiß ich dann da ja, wie man sie tötet. So. In diesen Gang hätten wir dann auch. Raff es nicht!
Nerv mich nicht, ey. Aha, Moment. Ist das der Sinn des Lebens? Habe ich dich getötet? Nein. Jetzt aber. Nein! Oh, weil ich zu eilig war. Beziehungsweise ich es zu eilig hatte. Wieder von vorne, ne? Hätte ich doch erstmal das Ei geholt, ey. Mann. Lasst mich alle in Ruhe, ich hab keinen Bock auf euch. Oh, hier ist auch noch eine. Hab ich gar nicht gesehen, du. Autsch. Ja, da bin ich selbst mal schuld gewesen. Aber wir haben ja hier noch so ein Auflademoped. Das ist auch okay. So. Hallo? Dankeschön. Da haben wir hier vorne die paar noch. Dann waren wir schon. Erstmal hier die beiden. Haben die sich gegenseitig abgeschossen? Kann das sein? Hier haben wir auf jeden Fall unser Ei. Sam! Und dann können wir uns jetzt noch zwei Raketen holen. Ich meine, man könnte denen ihr komisches Fass da irgendwie anzünden, aber ich komme da nicht dran, weil die sich mitdrehen. Das ist total dumm. Okay, den einen habe ich getroffen. Ich dachte, ich hätte jetzt gerade gar keinen getroffen. Das wäre sehr traurig gewesen. So, und normalerweise, wenn wir die dann bei den Edelsteinen eingesammelt haben, sollten wir hier in dem Level, beziehungsweise hier in dem Zusatzding, alles haben. Eigentlich. So, das werden wir jetzt sehen, indem wir uns hier vor die Tür stellen und gucken, ob Sparks... Ich halt die Fresse. Ja, das sieht doch gut aus. So. Und das sieht auch sehr gut aus. Sah nämlich so aus, als ob der... Ja, das heißt, wir haben, glaube ich, hier alles. Das heißt, wir verlassen das Level einfach ganz schnell. Ah. Und dann dürfen wir jetzt zum bezaubernden Grat. Tatütata, sag ich da nur. Ich dachte, du hast Hunger. Danke. Hast du Chips dabei? Die Sache tut mir leid, aber ich wollte dich warnen. Ich musste mit Sparrow die Eier retten. Ach, du verstehst es nicht. Wenn wir nicht bald Drachen in diese Welt zurückholen, ist unsere Magie verloren.
Hier lebten früher Drachen? Ja, das war früher ihre Heimat. Aber vor langer Zeit verbannte die Zauberin sie auf die andere Seite der Welt. Sie wusste nicht, dass die Drachen die Quelle unserer Magie sind. Ich könnte die Drachen bitten, zurückzukommen, wenn du mich freilässt. Tut mir leid. Ich kann nicht. Okay. Ab zum bezaubernden Grat. Ja. Und das müsste eigentlich das letzte Level sein, wenn man Sparks Level natürlich außen vor lässt. Mir ist immer noch kalt. Hab mich nochmal richtig zugedeckt. So. Spyro, wir brauchen deine Hilfe. Die bösen Katzenzauberer von Felinia haben unser Schloss gestürmt und unsere Prinzessin entführt. Wenn wir sie nicht aufhalten, muss sie Prinz Azrael heiraten. Doch, dann werden wir die Leute mal aufhalten, ne? Die Musik ist auf jeden Fall gut. Oh, gefällt mir. Gefällt mir. Oh, die süßen Katzen. Desto tiefer fallen sie. Warum? Wofür? Das ist, glaube ich, das Ende. Nur noch zwei Leben. Ich glaube, da scheiße ich mal drauf. Scheiße. Ah. Ja, ja. Ja, ich weiß, Madame. Liz, heißt sie Liz? Die Litz. Warum kriege ich von dem immer einen aufs Maul? Ich verstehe es nicht. Und den auch. Ich glaube, ich hole mir doch mal die Leben. Da wäre ich ja beinahe in meinen Tod gestürzt. So. Oh, ein Froschkönig. Ah, ist so süß. So. Was hast du zu erzählen? Muss die Prinzessin diesen Verlierer Prinz Azrael heiraten. Jetzt juckt schon wieder meine Nase. Warum? Oh. Auf einmal so ein riesiger Juckreiz. So. Oh Gott, ey. Ich krieg von denen überall aufs Maul hier, ne? Und Sparks, warum sammelst du diesen Edelstein nicht auf? Dann mache ich es halt selbst. Ist okay, ist okay. Ach genau, das spielt hier mit dem Türmchen da. Ah. Was ist das? Ich dachte, das wäre ein Weg nach oben. Das wäre voll bescheuert. Oh. Aber ich habe es durchgeschafft. Hab zwar Schaden genommen, aber egal.